Sind Sie bereit? You ready? Yes. Ja, auf die. So. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in die Hofbachschule des Befehlsidents. Mein Name ist Svetlana und ich darf Ihnen heute erzählen, wie der originale Opernstudio hergestellt wird. Hello, welcome ladies and gentlemen here in the bakery. I am Svetlana, I will show you today how to prepare original Viennese Opernstudio. Ja, jetzt müssen wir über die Geschichte, a little history. Das Rezept ist über 300 Jahre alt und besteht noch immer wie vor auf zwei gleichen Teilen. Den Teig und der Hülle. Die Rezepte ist auch more than 300 years old und das Mehl, Tupac, the Dough und der Pill. So, der Teig kommt ursprünglich aus der Türkei und die Hülle aus Ungarn. Der Dough kommt von Belgien und der Pill von Hungary. So, jetzt können wir beginnen mit den Zutaten für den Teig. Now, die prepare the Dough. Für den Teig verwenden wir sehr feines, glattes Weizenmehl, which is a very fine bit flour. Dann brauchen wir lauwarmes Wasser, Luftwasser, Butter, Sonnenblumenöl, Sunflower Öl, ein Ei, one egg, eine Prise Salz, just a pinch of salt. Wir mischen diese alle Zutaten zusammen in meine Küchenmaschine oder ihr könnt das kneten mit den Händen, so lang, bis wir kriegen ein feines, glattes Teig. Danach geben wir in den Küchenschrank um die halbe Stunde zum Rasten. Wenn ich die sollenden Ingredients together in eine Küchenmaschine, until we have a small bit of, let it in the rest in the fridge, about 1 hour. So. Jetzt habe ich eine Geheimnis für Sie zu Hause. I have a secret for you at home. Nach dem Rasten des Teiges, der Teig geben wir in einem Sonnenblumenölbad, ca. 5 bis 10 Minuten lang, dadurch der Teig sehr, sehr elastisch und funktioniert. After the fritter should bat the dough in Sunflower Öl, it makes the dough very, very flexible and elastic. About 5 to 10 minutes and enough. Jetzt können wir beginnen mit den Zutaten. Hülle, den Start mit den Medien für den Filling. Für die Hülle verwenden wir sehr sauer Apfel. Oder unsere very sour apples, Renismitz und Bosco. Wir schälen sie, wir schneiden sie, aber wir kochen sie nicht. Peel them, we cut them, but we don't cook them. Dann brauchen wir den Saft einer Zitrone, Juice von Lemon, geröstete Semmelbutterbrösel, Rettbrandrassen mit Wasser. Dann brauchen wir eine Mischung, so Zimtzuckermischung, ein Mixer, Cinnamon, Sugar. Und mein Lieblingszutat, was ist das? Rosine, genau. Aber das ist die betrunkene Rosine. Die Rosine werden sind in rumeigelegt. So, mein favorite ingredient, rank ingredient, den sind so auf den Rack. Wenn Sie etwas rum mögen, natürlich, Sie können extra einen Schuss dazu geben. Die vielleicht der Taste of Rum, you can get extra. Wenn ich das alles für Sie zu viel Arbeit zu Hause, also wir haben ihn schon bei den fertigen Hülle zum Kaufen. It is this too much work for you at home, also we can finish the feeling. So, ja, wir haben was Neues, natürlich, das ist nur die Weihnachtszeit, wo wir es erleben. Das ist eine gute Weißdorte, wenn jemand will. Ein Geschenk machen oder Sie sind zu faul, eine Nervenstunde machen. Jo, Sie können eine kleine Torte bei uns kaufen, ja. Sie sind neu präsent für die Familie und so. Edelweiß Cake. Cake. So.
sehr wichtig für unsere Apfelstrudel ist natürlich Strudel. Strudeltuch besteht aus reiner Baumwolle oder Leine. Warum er so wichtig ist, erzähle ich Ihnen etwa später. Nähe im Morgen Strudelklopf. Strudelklopf ist mein Kopfen und mal ist Ordnung des Einschaltung. Hallo. So, ja, einfach, ich nehme einen Teig und wende ihn Mehl, ein Kornmehl, ein Sanflauer. Ich gebe ihn in die Mitte meines Tuches, lege ihn in die Mitte meines Strudelkorbs, presse die Seite des Teiges jetzt nach unten. So, bis in die Mitte steht eine kleine Hügel, presse die Fenster da, also hier. So, bin ich da, I take my small rolling, kleine Nudelbrot. So, auf dieser Stelle, es tut mir sehr leid für Sie zu Hause, Sie müssen sicher mehrmals über Ihre Küchentische rumlaufen, ich schummele etwas. I'm really sorry for you at home, you probably have to run around your kitchen table. I cheat a little. I care. Turning table, ich habe einen drehbaren Tisch. Hey. Gerade da von der Center aus, ausrollen dein Teig einfach um die Mitte nach außen. Von der Center zu außen. So. Jetzt muss ich so gut sein. Also mal ausrollen. So. Gebe etwas Mehl auf meine Hände rutschen, ein bisschen Lebensmittelflower auf meine Hände. So. Entdeckt ihr da? Nehme einfach den Teig und ich mache mit zwei Fäusten und stretch the dough in the middle of the house. Und ich ziehe einfach den Teig von der Mitte nach außen. Immer von Center to Outside. Wenn Sie es wollen, Sie können ihn hochwerfen, zum Beispiel bei Trois. So ein bisschen zu Spaß. Vielleicht ist es eine gute Idee, muss ich die ganze Küche putzen. So, wie sieht das gleich. So, genau. So. Ja, wenn Sie etwas Zeit haben, Sie können ruhig einen kleinen Spaziergang machen mit dem Teig. If you have some time, a little more, so. Der Teig ist immer verlegt. Größer und größer. Genau, jetzt bigger und bigger. Ja. Use your elbows für die Stretching Bewegung. So, wir können ganze Ärmelecke natürlich die Hüfte holen und einfach die Hände kreuzen und einfach lesen. So. Ja, muss ich mal aufpassen, die Finger nach unten halten. So. So, ja, wir werden den Verdauung, den Minero, so, den Zehen, dann Teig, den Teig ist immer in die Mitte dünner. Ja, besser. So, das heißt, nur den den Rand bei der Dehne einfach. So, das ist es. Das heißt, it's not so, yeah. That is very, very big und den in Arm, also just in front. Oh.
glaube, der Teig ist immer groß, der Teig ist immer weh. Und die Also, ein Mäßig, ich habe meinen Strudelkopf. Ich gebe ihn wieder auf, meinen Strudelkopf. So. Schauen wir mal. So. Wir können ein bisschen spielen mit dem Teig, mit dem Blende da. Ich sehe sehr, sehr, sehr elastisch und flexibel da. Ich werde meine elastisch flexibilieren. So. Ja, wir haben noch einen Test. Wir prüfen eigentlich, ob der Teig genug dünn ist. Du probst die da ist deep enough, you have to be able to retreat. Wenn, da, wenn der Teil genug dünn ist, sollte man durch ihn lesen können. Ah, das ist mit jetzt. Kann man lesen? Nein. So, elastisch und dünn. Perfekt. So, aber wenn bei Ihnen nächstes Mal zu Hause funktioniert, nicht machen Sie keine Sorgen. Sie nehmen nur die Zeitung mit großen Schlagzeilen, dann funktioniert es, oder? Ich sehe das an Zoom. Morgen, Sie können ja schon, don't worry, you take a newspaper mit drin, mit Headline, und bring me a point to go. So, jetzt kann ich beginnen mit der Fülle. Ich kann starten mit der Fülle. So. I built a wall, an hour ago with a feeling. So, ich baue jetzt so eine Art Mauer mit dem Füller. There is no sugar, sourdough. If you like, you can fill your strudel with vegetables, spinach, cheese or meat. So, Sie haben bemerkt unsere Teile. Sie haben keinen Zucker, dadurch können Sie mit verschiedenen Zutaten füllen, zum Beispiel mit Käse, Gemüse, Fleisch, Kartoffeln, Spinat, Gemüse. Hat er das gesagt? So, so ungefähr schon unsere Mauer mit der Fülle. Wow. So. Das ist alles okay. Oh, das schaut so, können Sie sehen. Wenn Sie mir ein Säckchen waschen, ich muss meine Hände. Ja, die nächste ist das nächste. Einfach. Next. So, I stretch this dough over the filling, give an attack vorne über die Fülle, einfach ein bisschen und das war's. Und jetzt können Sie eigentlich sehen, warum der Strudelkopf so wichtig ist. Hier können Sie, weil der Strudelkopf so important ist, I lift up mein Strudelkopf. Habe ich einfach die Strudeltuch und die Strudel. Rollt sie von selber allein ein. So. Ja. Den Rest. Der Rest da. Ein Brush mit melterndem Butter. Den restlichen Teig. Ich bestreiche einfach mit geschmolzenem Butter. Butter ist very, very good für den Bass. Und ich gebe Strudel, typisch auch von Frau Kala, zu machen. Einfach ganz normal bestreichen. Wie gesagt, ein bisschen Butter ist geschmacksträger. Es ist so ein Art Kleber und die typische goldbraune Farbe. Einfach ganz normal bestreichen. So, ja, eigentlich jetzt kann ich schließen, ich kann bloß eine Strudel. Einfach, oder? So, ja, jetzt noch, Sie können sehen, der Dough auf die Seite, ich kann einfach sehen, das ist wie bei Kubik,
the email of the site. So please don't cut the sense of the site, just pull a little twist it and make a note so this feeling cannot run out. Ja, bitte schneiden Sie nicht der Teig auf die Seite so ein bisschen ziehen nach unten. Eindrehen. So. Hinauf ein paar Knopf machen, ein bisschen drücken, so dass wir das Backen fühlen können. Also, das ist mein Strudel. So fast und so. Ja, es ist easy und ja. The rest though, I'm giving you. Is it for you? You can check in consistency though. Oh, Entschuldigung. Okay. Ja, Sie können das essen, wenn Sie es wollen. Sie können kleine Pirochka machen. Sie können das verwenden für den Pizzateig. Ja. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. I have a question for you. Wie bekomme ich meine Strudel von dir zum Backle, ohne Backle zu bewegen? How do I get my Strudel from here? Ah, super! Ludmilla, meine Kollegin. Ludmilla und ich, wir machen es weiter. So. Bekehre ich Strudel zum Backle, please. Du nimmst diese Seite, Ludmilla, und in die Liste und hier gehen vor zum Backle. Und now, müssen wir ausrollen. So, wieder rollen. Jeder, der was? Tris, super, perfekt. Also, ein Moment, Ludmilla, Sie sind noch nicht fertig, ja? The next job, the Ludmilla brush strudel with melted and butter. Your job, please. Und Masse. Ja, the Ludmilla brush strudel mit geschmolzene Butter, wie gesagt, Butter ist sehr, sehr wichtig. Geschmack. Und so gerne, so schöne Butter auch. Ja, super, super. Polak. Ah, so, the Ludmilla, oh, schon fertig. Ja. So. Perfekt. Ludmilla ist so schnell unterwegs. Very, very good. I have to try. Super. Exactly. Wow. Wunderbar, na? Sehen Sie? At home, you don't have to wash the time. The studio is very fancy. It's a typical gold brown color. And of course, a whole house meal size apple strudel. Strudel natürlich backen wir auf 200 Grad Celsius, circa 20 bis 30 Minuten lang. Zu Hause müssen Sie nicht unbedingt auf nur schauen, die Strudel ist fertig. Wir kriegen so eine schöne gold braune Farbe wie diese. Hier und die ganze Haube. Okay, wunderbar. Yeah, if you have any questions, please send me or my colleague outside or your Strudelmeister Becker in Ludmilla. So, wenn Sie haben irgendwelche Fragen, Sie können mich fragen, meine Kollegen draußen oder unsere neue Königmeisterin Ludmilla, Sie kennen sich auch aus. You will find the recipe of the table with the bread, of the pizza, it's depending on the number. Gratis-Rezepte befinden Sie auf der linken Seite. Wenn Sie das Rezept umdrehen, ganz unten ist eine Telefonnummer, sein Name. Das ist Strudel Hotline. If you have any trouble with your Strudel at home, please keep us voller und wir entscheiden. Ja, wenn Sie wollen, unsere Strudel nachbacken,
So we hope you enjoyed the show. We hope the students like it. We would be very happy to call it to this party. Thank you for coming. We hope that the show has been a bit gefallen. Und noch besser die Strudel geschmeckt, wenn das alles passiert, wir werden uns freuen. Auf kleines Trinkgeld haben wir so. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Tag. Thank you for coming, thank you und goodbye. Danke.